penthouse am găsit, asta e formato. Azerbaijan, bastantes boyes. Und das Wappen von Baku sind drei Flammen. Und diese Wappen zu Ehren haben wir in 2012 diese drei Flame Towers aufgebaut. Was ist drin? Drin ist das Hotel Fairmont, das zweite ist Business Centrum und der dritte sind die Wohnungen, die teure Wohnungen. Ja, und die nächste ist die Moschee, diese Moschee. Architekten sind der türkische-amerikanische Partnerschaft. Und viele Architekten von unseren deutschen Höhlengebäuden sind aus Südkorea und aus der Türkei. Die Moschee des 20. Jahrhunderts, das funktioniert. Und neben der Moschee ist Seilbahn. Diese Seilbahn hat zwei Stationen. Diese Station Heilandbahn und da unten ist die Station Uferpromenade, dem Teppichmuseum gegenüber. Ja. Wenn Sie die Freizeit haben und noch einmal diesen Park besuchen wollen, können Sie diese Seilbahn benutzen. Es kostet 1 Manat pro 1 Person. Sie kosten 1 Manat, kommen hier und wieder 1 Manat gehen da unten bis zur Uferpromenade. Diese Seilbahn wurde restauriert. Zuerst wurde im 60er Jahren aufgebaut. Dieses Gebäude, das ist unser Parlament, Milli Meclis auf aserbaidschanischer Sprache. Eine kurze Information über diesen Park. Dieser Park, heutzutage nennen wir Highland Park, aber das Park wurde im 1936 gegründet, während der Sowjetunion-Zeit. Und das war Sergei Kirovs Park. Sergei Kirov war der Politiker von Sowjetunion und wir hatten auch den Denkmal von Sergei Kirov in diesem Park. Aber nach der Unabhängigkeit, Denkmal ist raus und der neue Name von diesem Park ist Highland Park. Wir hatten auch zum Beispiel das Denkmal von Lenin in der Stadtmitte vor dem Regierungshaus. Jetzt statt diesem Denkmal ist unser Pfand. Dieser Park wird in zwei Teile geteilt. Erster Teil ist hier, auf dieser Seite ist der Friedhof. Und auf anderer Seite ist der Aufsichtsplatz. Zuerst gehen wir zum Friedhof, weil das ist speziell Friedhof. Wunderbar. Alles gehört? Hier habe ich schon gestern Abend gesehen. Und ihr seid ja natürlich